Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Nachdem zuletzt, also am Ende der letzten Folge, noch diverse Pläne und Möglichkeiten im Rat des Großkönigs hin und her gewälzt wurden, ja, wie nun dieses Testament des Vaters am besten und am schnellsten erfüllt werden kann, steht nun der Plan fest. Der Masterplan, wenn man das so sagen darf. Und ich glaube, Ludwig ist auch froh, wenn er das zu Ende bringen kann, weil dann kann er sich seiner eigentlichen Passion widmen, nämlich ja, die Bildung, den Fortschritt zu fördern in seinem Reich. Und insofern hat er sich vielleicht das Ziel des Vaters auch ein bisschen selbst zu eigen gemacht, denn er hat gemerkt, dass die Vertreibung des Papstes und damit verbunden die Eroberung Italiens einen interessanten Nebeneffekt hat, nämlich die Möglichkeit, dort den Fortschritt in Italien zu nutzen, um solch großartige Projekte wie Universitäten dort in Gang zu bringen, was allgemein dem Großkrotonischen Reich ja sehr, sehr hilft. Gut, wie lautet der Masterplan? Der ist jetzt am Ende doch ziemlich simpel. Der Masterplan lautet, dass noch drei Kriege zu führen sind. Als erstes gegen Venedig, und zwar nicht über Ansprüche generieren, sondern tatsächlich über den Religionskriegsgrund. Diese 200 Frömmigkeit werden wir uns noch leisten können. Zum zweiten dann mit dem de jure Kriegsgrund gegen Italien. Prestige haben wir ausreichend. Und zum dritten dann muss über die Möglichkeit des Anspruchkaufes mit Religion, und zwar 1000 Frömmigkeitspunkte, die wir dann haben müssen, ja, muss dann ein de jure Anspruch auf die gesamten päpstlichen Besitztümer erwirkt werden, um dann einen letzten de jure Krieg gegen den Papst zu führen. Nun ist die Frage, wie kommen die 1000 Frömmigkeit zusammen, wenn wir jetzt noch 200 ausgeben? Eine Sache ist die, dass wir schon einen Tempel in Bau haben. Ich glaube, wo war es? In Siena? Bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo bauen wir, oder war es hier oben in Lucca? Genau, hier Pistoia wird gebaut. Und es gibt die Möglichkeit, das hier auch nochmal zu wiederholen. In Arezzo, in Vallombrosa müssen wir sogar, wenn wir hier das noch ausbauen wollen, einen Tempel errichten. Das heißt, in 5 Jahren bekommen wir 500 von dieser Frömmigkeit. Und insofern sollte es kein Problem sein, zumal der hohe Bildungswert unseres Großkönigs genau dazu führt, dass wir einen enormen Anstieg der Frömmigkeit haben, so etwa 70 im Jahr. Soweit dazu, das können wir sogar noch ein bisschen forcieren, denn ich habe ja eben gesagt, gegen Venedig benötigen wir gar nicht das Anspruch fingieren. Das heißt, wir werden hier mal auf religiöse Beziehungen setzen. Das hat nämlich den netten Nebeneffekt, dass unsere Frömmigkeit nochmal um 0,9 pro Monat steigt. Ja, und das ist aufs Jahr berechnet dann schon immerhin über 10. Soweit dazu erstmal. Dann gibt es die nächste positive Nachricht. Es ist soweit, wir können auch in, wie vermutet, in Siena, oder? Wo waren wir jetzt? In Siena, genau. In Siena eine Universität gründen. Und das machen wir. Siena haben wir ja kürzlich vom Papst erobert. Das ist dann die dritte Universität, deren Grundstein wir legen. Damit haben wir die Möglichkeit dort. Sondergebäudeplatz sollte jetzt zur Verfügung stehen. Und wir werden sie in Auftrag geben. Halt! Aber vorher, bevor ich das mache, werde ich natürlich noch hier unseren Vorzug nutzen. Unseren Punkt hier im Bereich Architekt rasch behauen. Reduzierte Gebäudebaukosten. Ja, mal sehen, ob sich das hier schon bemerkbar macht. Ich glaube, auch noch nicht die Bauzeit, ne? Das kommt dann noch später, aber ist doch auch schon mal ein netter Nebeneffekt. Ja, ich glaube, es hatte 945 gekostet. Ja, wir sehen es. Rasch behauen wirkt schon. Wir errichten die dritte Universität. Das gefällt mir. Gut, dann müssen wir uns jetzt um die neuen Besitztümer hier kümmern. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Wir werden jetzt als erstes das Herzogtum, das dazugehört, im Moment noch das Fürsterzbistum von Toskana, vom Papst übernehmen. Das sollte selbstverständlich sein. So, das ist nun in unserem Besitz. Damit haben wir aber die zu viel. Ich will aber mal gucken, wie ist das denn mit dem Papst? Der hat jetzt was für Titel? Ja, der hat dieses Fürstbistum von Nikopolis oder wo auch immer das ist. Genau. Und natürlich das Pontifikat. Okay, alles klar, da hat sich jetzt nichts dran geändert. Wie auch immer, wir haben das Fürstbistum und ich werde nun, denke ich, das ähnlich machen wie im Rest des Italiens. Das heißt, Italien wird fast nahezu vollständig
naja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zu großen Teilen aus solchen Stadtrepubliken bestehen. Und das werde ich auch hier einführen. Florenz selbst ist natürlich wieder eine Burg. Aus dem Grund würde ich sagen, werden wir diese Vasallen. Sie sieht aber ein bisschen missmutig aus. Was ist mit der? Aber sie ist talentiert. Bürgermeisterin Pechner. Sie wird dies erhalten, diese Titel hier. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir natürlich Siena nicht abgeben. Arezzo können wir abgeben. Orbetello ebenso. Florenz, Lucca und das Herzogtum. Außer Siena. Siena möchte ich selbst behalten. So, und damit müsste das, wenn ich es recht sehe, müsste das wieder eine Stadtrepublik werden. Genau. Großbürgermeisterin Pechner übernimmt das Ganze dann. Wir behalten Siena aber wegen der Universität. So, und damit haben wir auch noch zwei Domänen frei. Das können wir gut nutzen dann für Venedig, denn auch hier wird in Padua hoffentlich eine Universität möglich sein. Was ich in der Zwischenzeit ohne euch schon mal gemacht habe, ich habe mich um die ganzen Gefangenen gekümmert. Das waren so viele, das wäre doch ein bisschen langwierig geworden. Ja, und damit sind wir im Prinzip auch schon durch mit den administrativen Fragen und kommen jetzt zu Venedig. Und hier sagte ich ja, dass wir den Kriegsgrund nutzen, den wir jetzt schon so oft genutzt haben. Krieg erklären, Religionskrieg ums Herzogtum und damit bekommen wir hier das gesamte Herzogtum von Verona. Der Gegner hat so gut wie keine Truppen, das sollte also eine sehr, sehr einfache Angelegenheit werden. Also, erklären wir den Krieg. Und ich glaube, wir brauchen hier noch nicht mal die Krieger von Peru rufen. Wir werden den Sammelpunkt hier hinbringen. Und hier nur das Kriegsvolk ausheben. Das werden wir dann aufteilen und dann werden wir die beiden Burgen belagern und dann ist die Sache gegessen. Das sollte relativ simpel sein. Da gibt es einen Bauernaufstand. Ja, jetzt kommen die ganzen Freilassungen. Die werden jetzt so reintrudeln. Da war aber nichts Spektakuläres dabei, das kann ich euch schon sagen. Hier und da ein paar Ansprüche und ein paar Lösegeldgeschichten, aber nichts Besonderes. So, da treten Verbündete bei. Ändert das an der Gesamtlage? Na gut, jetzt sind 6000 auf der Gegenseite. Aber es sollte keinen wesentlichen Unterschied machen. Oh, es treten immer noch Verbündete bei. Unser Nachbar wird angegriffen. Königreich Lothring hat nichts. Oh, jetzt wird es allerdings doch ein bisschen unangenehmer. Na gut, passt auf. Wenn das so ist, dann verlegen wir hier nochmal den Sammelpunkt. Wobei, das geht auch so, ist kein Problem. Dann werden wir doch mal den Kriegerorden wieder anwerben. So, die 10.000 sind damit schon da. Da werden wir wie gewohnt den Großmeister einsetzen, der sich auch leider nicht verbessert im Laufe der Zeit. Die bringen wir erstmal dahin. Nein, nicht beide. Nicht beide. Bitte nur diese hier. Die anderen müssten gleich dort ankommen. Ja, da sind sie. Oh, sind inzwischen nur noch 9.000. Haben sich noch nicht so gut erholt. Ja, dann werden wir das so machen. Dann werden wir eine der Bombarden. Na gut, das Problem ist, dass der Großmeister selbst kein Belagerer ist, aber das ist auch nicht so schlimm. Eine der Bombarden werden wir mit dem Großmeister mitschicken. Am Ende sollen die dorthin gehen. Genau, auch die Krieger sollen dorthin gehen. Und wir starten hier die Belagerung und dann kann das schon ganz schnell gehen. Mal gucken, wer weiß, vielleicht kommen die ganzen Verbündeten überhaupt gar nicht hier ran. Denn Venedig ist, glaube ich, mit Kroatien verbündet, ist da auch noch in einem Krieg sogar beschäftigt. Kann sich also in der Hinsicht auch nicht besonders gut wehren. So, marschiert ihr hier noch weiter? Ja, tut ihr. Sehr gut. Hier ist nach wie vor Havel der Dritte, unser Marschall und Belagerungsexperte am Start. Hier kommen jetzt die Bombarden, die bringen wir hier mit ran. Und wir haben gleich die venezianische Hauptstadt, die nicht Venedig selbst ist, sondern Mestre vermutlich, wenn ich das richtig sehe. Das geht sehr schnell. Okay,
Das geht sogar super schnell. Wir haben sogar schon den König Rodolfo gefangen genommen. Prima. So, dann haben wir hier ein Hausmitglied wird angegriffen. Okay, der König von Ungarn, das ist unser Bruder, wird angegriffen von der Herzogin Milena. Was will die denn? Können wir da eingreifen? Können wir unserem Bruder helfen? Wollen wir unserem Bruder helfen? Wo ist sie, Herzog? Okay, es ist ein interner Krieg. Es geht um Tyranneikrieg. Oh, ja. Gut. Wird er das schaffen? Ja, er wird es schaffen. Außer sie hat supermächtige Verbündete. Nein, das ist ein. Okay, das ist irgendwie einer dieser wahnsinnigen Kriege, die ab und an mal hier auftreten werden. Wir können die Forderung erzwingen. Und damit ist das Geschichte. Und ich werde mal noch nicht auflösen, sondern wir werden einfach mal helfen, hier diese verdammten. Oh, wir kommen da gar nicht von Landseite hin. Hoffentlich schaffen wir das dann. Ich würde nämlich gerne hier mal diese Rebellen besiegen. Mal gucken, ob das geht. Die Krieger wurden entlassen. Mal schauen. Ich hätte jetzt erwartet, wir müssen da nicht auf die Schiffe. Da ist nochmal ein Bauernaufstand. Und gleich geht es dann um Padua. Aber ich sehe hier schon, wir können jetzt tatsächlich auch schon die Universität von Padua gründen. Oh, Leute, das ist ja fantastisch. Großartig, das machen wir. Und natürlich bauen wir das dann auch gleich. 850 hier nur. Okay, hier hilft noch ein anderer positiver Effekt. Hochöfen. So, wie sieht es jetzt aus? Können wir da jetzt anlanden? Und wenn ja, können wir da die Bauern besiegen? Oder nur, wenn wir denen irgendwie aktiv in der. Müssen wir da dem Krieg beitreten? Warte mal, ich glaube, da müssen wir aktiv beitreten, ne? Kriegsbeitritt anbieten. Bauernaufstand. Ja, und der Belagerung. Jetzt geht es. Gut, dass ich das noch rechtzeitig gemacht habe. Trotz unserer Landung kein Problem. Damit haben wir das auch geklärt. Wir können das alles auflösen. Und die Venezianer, ja, sind gerettet von den Bauern. So, und was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir Folgendes machen. Jetzt wollen wir, ich glaube, wir können hier Titel schaffen. Jetzt wollen wir einerseits das Herzogtum Verona gründen. Dann das Königreich von Venedig. Und das Ganze übergeben wir auch hier der Republik von Venedig. Und dann haben wir ihn hier richtig. Dann ist das, glaube ich, der erste. Ich mal gucken, wie er dann heißt, wenn er auf Königsrang kommt, der Bürgermeister, ob sich das noch verändert, ob er vielleicht sogar den Titel Doge erhält oder sowas. Mal schauen. Also wir vergeben ihm den Titel nicht Padua, das ist ja eine Universität, die behalten wir wieder. Polesine, das Herzogtum Verona und das Königreich von Venedig. Ich bin sehr gespannt. Nein, er gilt jetzt als König. Ah! Okay, das ist natürlich jetzt von mir nicht gewollt. Aber es, nee, doch, es ist trotzdem eine Republik. Republik Reich vom Rang Königreich. Das ist aber ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass das Spiel hier keinen adäquaten Titel dann findet für republikanische Führer auf Königreichsebene. Na gut, aber trotzdem, das Ziel ist erreicht. Was haben die denn jetzt zum Beispiel für ein Einkommen? 31,6 im Monat, ja. Und ich will mal neugierigerweise, wir lassen mal den Monat ablaufen. Neugierigerweise mal gucken, was kriegen wir denn hier an Einkommen? Ja, das ist noch nicht so doll. Das kommt aber daher, weil das alles glaubensmäßig und kontrollmäßig noch nicht so richtig. Warte mal, wir sind aber auch bei den Aufgeboten. Was gucke ich denn hier? Das muss ich noch ein bisschen einrenken. Ich glaube, das wird noch deutlich besser werden. Von Benevento bekommen wir 6,7. Da müssen wir deutlich mehr bekommen von diesen hier. Das wird noch kommen. Okay, sehr, sehr schön. So, was wir jetzt weiter tun werden, wir werden hier nochmal unseren Marschall wieder befehlen, Kontrolle zu erhöhen. Und das machen wir jetzt in Siena, weil das ist ja direkt uns zugeordnet. Dort, wo die dritte Universität gebaut wird. Okay, gut, das Ziel ist erreicht. Jetzt müssten wir eigentlich. Oh, was haben wir hier? Ah, okay, unsere beiden Kinder sind so weit, dass sie einen Vormund brauchen. Und da werden wir
denke ich, wieder unsere Gattin für das Mädchen einsetzen. Allerdings will ich ja noch wieder würfeln, ne? Das müssen wir auch machen. Ja, und hier ist die Frage, wer wird Vormund für unseren Sohn? Ich würde ihm gerne die Möglichkeit, also ist die Frage, ist er jetzt alt genug, dass wir ihn auf die Universität schicken können? Und wenn ja, aha, so läuft das dann. Okay, wir zahlen 1500. Oh, cool. Wir bleiben formales Vormund, aber er wird zur Universität gehen. Ja, das finde ich gut. Klar, früh übt sich. Warum nicht mit 6 schon anfangen? Ich meine, wenn er erwachsen ist, geht es eh nicht mehr. Insofern ist doch das, glaube ich, jetzt der beste Weg. Aber was ich nicht weiß, ob wir vorher vielleicht noch diese Auswürfelung machen müssen, die ich immer so gerne mache. Muss kurz mal meinen Würfelbecher holen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir danach noch Zugriff haben, deswegen mache ich es jetzt. Und wie ist er denn so drauf im Moment? Er ist neugierig. Okay, ich würfle eine 3, das heißt, er bleibt tatsächlich bei der Bildungsausbildung. Na, das passt doch wunderbar. Okay, da brauchen wir ja nichts verändern. Dann machen wir das jetzt hier nochmal. Kind an Universität schicken und zur Universität zahlen die 1500. Das sind aber hohe Studiengebühren an unserer eigenen Universität. Eigentlich... Ich meine, wir haben sie finanziert. Da könnte ich doch erwarten, dass der Großkönigssohn kostenlos studieren darf, oder? Aber das sehen die hier offenbar anders. So, und hier, sie ist nachdenklich. Gucken wir mal, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ich wähle würfle 1, das heißt hier Schwerpunkt auswählen. Okay, das macht aber unsere Frau. So, das wäre dann getan. Jetzt geht es um das große Thema und wir sehen, wir haben ja auch schon wieder Frömmigkeit in hohem Maße bekommen. Wie ist denn das so schnell gekommen? Haben die Eroberungen, durch diese religiösen Kriege kriegen wir, glaube ich, auch immer Frömmigkeit. Na, umso weniger ist das ein Problem. Sehr schön. So, und jetzt müsste es eigentlich so sein, und ich bin gespannt, ob es so ist, dass wenn wir hier einen Krieg erklären, machen wir natürlich noch nicht, alle die Juro-Länder rein. Jawohl, jetzt ist es so. Das heißt, wir bekommen den gesamten Rest der Region Italien plus das hier. Das ist genau das Ziel. Und das bedeutet wiederum, dass wir genau wissen, wann das möglich ist. In 3 Jahren, 1442. Bis dahin herrscht jetzt Frieden in Crotonia. Das erwartet. Der Weise. Havel. Eine angenehme und weise Person begrüßt mich freundlich. Ich habe von eurer neuen Universität gehört. Ja, welcher denn? Wir haben 4. Ha. Ein Großkönig, der sich dermaßen für das Wissen einsetzt. Es wäre mir eine Ehre, euch dienen zu dürfen. Okay, Havel. Der ist tatsächlich auch ein sehr kluger Mann. Herzlich willkommen. Ja, aber leider können wir ganz konkret mit ihm jetzt nicht so richtig was anfangen, oder? Sowas passiert hier. Sinolfo ist gestorben, aber wahrscheinlich irgendwie Gefangener. Kriegerorden bereitet sich aus. Der Orden von Alcantara. Nachbar wird angegriffen. Nordgau und Ingolstadt. Das ist alles eher uninteressant. Waffenstillstände gegen diese Herrschaften interessieren uns auch nicht großartig. Nein, das ist nicht wesentlich. Diverse Gebäude werden gebaut. Und was gibt es denn hier? Ekstatische Bauern. Wann haben wir denn sowas zum Netz gehört? Die Bauern in Cetinia, na gut, das ist ja in unserer Heimat, sind bei bester Laune. Die Ernte ist üppig, die Straßen sind sicher und die Dorfältesten erzählen unsinnige Geschichten über Kühe, die mit Honig gesüßte Milch geben und Gänse, die goldene Eier legen. Die Bauern preisen mich für ihr Glück und haben Abgesandte ihres Standes mit Geschenken zu mir geschickt. Okay. Wie sind wir drauf? Ehrlich, ruhig, zynisch. Ja, ich glaube, unsere Schatzkammer ist so krass gefüllt. Ich denke, im Sinne des Aufbaus unseres Reiches, des Prosperierens unseres Reiches, werden sie die Überschüsse behalten können. Ja, Gemeindeinvestition. Machen wir das so. So, hier, Prinz Lucian hat endlich geheiratet, Prinzessin Marceline von Dänemark. Und Nachbar wird angegriffen, der König von Lothringen. Da geht es aber wieder nur um eine kleine, poplige Grafschaft. In diesem Zusammenhang möchte ich mein Bedauern ausdrücken, dass nur bestimmte Universitätsstandorte, also
hier in Frage kommen. Nicht mal grundsätzlich, selbst wenn man historisch das machen würde, könnte man zum Beispiel mit gutem Recht Rostock auch einer Universität zugestehen. Das wäre natürlich toll, ganz in der Nähe hier der Residenzstadt, weil Rostock historisch, ich glaube, 1419, bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall Anfang des 15. Jahrhunderts auch eine Universität gegründet hat. Ich weiß nicht genau, ist mit einer der ältesten Universitäten in Deutschland. Gibt sicher noch ein, zwei andere, die dann in anderen Regionen eigentlich auch noch in Frage kommen müssten, wenn man das schon so historisch macht. Das ist gerade schade für uns, weil Rostock eben so nah dabei ist. So, Herzog Helferich ist beeindruckt, ein Vasall wird angegriffen, Bauernaufstand, das wiederum eher uninteressant. Was haben wir hier? Wir können neue Champions einladen. Ja, ich würde mal sagen, da sagen wir nie nein. Das machen wir. Das ist immer eine gute Sache. Und man könnte auch mal in dieser Friedenszeit ein paar andere Aktivitäten starten. Zum Beispiel mal wieder ein großes Festmahl veranstalten oder eine Jagd veranstalten. Machen wir das mal. Das finde ich ganz gut. Also lass das Horn erklingen. Mal schauen, was dort passiert. Gerüchte. Der Lärm der anderen ist in weiter Ferne, als Vasall König Matthäus und ich uns an unsere Beute anpirschen. Nur die größten Wildschweine sind unserer würdig. Wir sind fast schon in Reichweite, als Matthäus mir zuflüstert: Nun, da wir endlich unter uns sind, es gibt da etwas, was ich euch über Strasch erzählen muss. Strasch ist sein Sohn. Was erzählst du mir denn bitte über deinen Sohn? Ist das sein Sohn? Naja, das ist sein Sohn. Sogar mit der älteste Sohn, möglicherweise sogar der Erbe, oder? Tatsächlich, der Erbe des polnischen Königsthrons. Tja, wollen wir die Trophäe holen? Interessieren wir uns dafür? Ehrlich, ruhig, zynisch. Okay, erzählt mir mehr. Was auch immer da. Ach so, jetzt haben wir irgendein Geheimnis erfahren, aber welches wird uns gar nicht mitgeteilt. Vermutlich ist das so. Ja, das ist ein bisschen lame, oder? Wir gucken mal, was haben wir denn dafür? Ne, wir haben einfach nur ein Druckmittel. Oh, Hexegeheimnis. Naja, okay. Also ich glaube, als Zyniker nehmen wir das nicht so ernst, was uns da der Vater über seinen Sohn erzählt. Im Gegenteil, das rückt eher den Vater in ein schlechtes Licht. Gut, die Jagd nähert sich dem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns. Jo, alles klar. Die Jagd endet. Ein bisschen Prestige erhalten. Ein Champion ist da. Hervorragender Mann wird rekrutiert. So, unser Nachbar wird angegriffen. Ruthenien wird von Khan Ogh, von Khan Kopti angegriffen. Vom Tugli-Khanat. Naja, sieht erstmal ungleich aus. Wir gucken mal, ob das wirklich so ungleich ist. Der Angreifer hat aber immerhin 21.000 Mann. Das könnte interessant werden. Es geht um dieses Gebiet hier, das die Togli haben wollen. Weit von uns entfernt. Weit von uns entfernt. Was wir nebenbei mal wieder machen könnten, ja, ich sehe gerade, das wäre sehr, sehr gut. Wir könnten hier noch ein paar Baumaßnahmen wieder in Auftrag geben. Ich bleibe mal wieder weiter bei den zivilen Ausbauten. Das steht uns sehr gut zu Gesicht. Der Handelshafen in Wolin, grünendes Land, in Cedinia, wo die Bauern so glücklich sind, ekstatisch. Auch helfen wir auch dem Bauernstand. Hier kommt auch mal der Handelshafen. In Neapel können wir hier noch ausbauen und in Bologna die Steinkasernen. So hervorragend, da wird dann weiter investiert. Und wir werden eingeladen zu einem Festmahl von König Henry, Schwager, Ratskanzler, Vasall. Ja, wir werden kommen. Gibt keinen Grund, das abzulehnen. Wir freuen uns darauf. Und es gibt ein Dilemma. Königin Gera ist unsere Schwägerin. Sie fragt mich nach meiner Meinung zum Thema Freundschaft, das sie selbst auch sehr am Herzen liegt. Tja, interessieren wir uns für Freundschaft? Naja, kommt, wir sind mal freundlich. Ich denke, das ist ganz okay.
Eine Unterhaltung. Christina liegt uns in den Ohren, die Königin Mutter. Okay, diesmal sind wir mal ein bisschen zynisch. Nee, über sie will ich auch nicht sprechen. Nee, dann soll sie weitersprechen. Ich konnte diesmal nicht zynisch sein. Zurück nach Hause. Ein ganz belangloses Fest, würde ich sagen. Aber nett, dass wir eingeladen wurden. Eine neue Fraktion ist geschaffen worden. Die samischen slowenskanischen Populisten. Die gibt's immer noch. Und ein Nachbar greift ein. Ostfränkischer Krieg um Weihingen. Kein Thema. Ein offenbartes Geheimnis. Großbürgermeister Prigigne von Benevento soll kopuliert haben. Gut, wie machen wir das jetzt? Nach außen hin, eigentlich müssten wir als Zyniker, müssten wir das mal ablehnen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo Leute deswegen eingesperrt werden. Das Problem ist natürlich, wir verlieren eine Hingabestufe. Ist das ein Problem? Wir verlieren dadurch ja keine Frömmigkeit, ne? Das wäre natürlich ein Ding, wenn das Ganze jetzt dadurch scheitert. Wir sagen da nichts. Okay. Ja, wir verlieren eine Hingabestufe, sind aber immer noch Tugendheld, haben trotzdem unseren Anstieg. Kein Problem. Okay, was ist hier? Laute Stimmen beim Thing-Treffen. Thing-Treffen sind ein notwendiges Übel, wenn man als Großkönig etwas auf sich hält. Alle freien Menschen an der Gegend kommen zusammen, um die örtlichen Angelegenheiten zu besprechen, Handel zu treiben und miteinander um dieses oder jenes Vorrecht zu buhlen. Wie es bei Zusammenkünften dieser Größe nicht anders zu erwarten ist, neigen sie dazu, in eine erhitzte Stimmung zu geraten. Und dieses Thing ist da keine Ausnahme. Ich habe Mühe, ob des vielen Geschreis, allen Einzelheiten zu folgen, doch anscheinend schreien die Leute aus Obotritia ihr Gegenüber aus Varnavia an, weil angeblich ein Kind entführt wurde. Oh, das sind so kleine Konflikte in der alten Heimat. Da lassen wir uns aber offenbar auch immer noch ab und an blicken. Sie werden irgendwann schon von allein müde werden, sagen wir als Zyniker und mischen uns da nicht großartig ein, würde ich sagen. Das passt schon. Okay. Der Nachbarschaftskrieg ist zu Ende gegangen. Ich muss noch mal kurz prüfen, wann kann es jetzt gegen Italien losgehen? Waffenstillstand Dezember 42. Das heißt, ein Jahr haben wir noch vor uns. Aber noch ein neuer Champion ist eingetroffen, ein katholischer. Ich würde sagen, den lehnen wir mal ab. Das wollen wir nicht, auch wenn wir tendenziell zynisch sind. Aber der war auch nicht so dolle, kann man auch mal sagen. So, Balaton wird Bauernkrieg, nichts Besonderes. Auch das ist nichts Besonderes. Okay. Wer gewann einen Krieg? Straßburg, Speyer. Der König von Thessaloniki. Ah, die versuchen so ein bisschen die alte byzantinische Position dort wieder zu etablieren. Könnte ich mir vorstellen. Okay, wir sind im Jahr 1442 angekommen. Das ist das Jahr, in dem wir Italien mit einem mächtigen de jure Kriegsgrund angreifen und damit sämtliche italienischen Besitzungen dann bekommen. Und danach steht noch aus, dass wir, ja, dass hier irgendwo in Lucca das in 15 Monate gebaut wird. Dann haben wir die 1000 Frömmigkeit und können dann den Papst herausfordern. Und dann ist die Frage, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und das Ganze zu einem guten Ende gebracht werden kann oder nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.